Philosophie war ja eine Zeit, wo Leute mit Werten die Welt beherrscht haben. Ich meine, schaut euch den hier an. Magnificento. Weiterhin haben diese bärtigen Herren mit ihren Gehirnen merkwürdige Sachen veranstaltet. Wie zum Beispiel sich gegenseitig gemindfuckt. Kommen wir nun zu ein paar Fakten. Bei der Philosophie wird versucht zu verstehen, was es mit der menschlichen Existenz auf sich hat. In Griechenland ging dieser Scheiß besonders heiß daher. Platon war der Schied zu seiner Zeit. Er war Schüler des Sokrates. Und er war sehr begabt. Mit 22 Jahren konnte er bereits Dinge mit seinen Gedanken bewegen. Frag mal, ob das jemand zu heutiger Zeit kann. Klassisches Beispiel von seinem Tun und Schaffen waren das Höhlengleichnis. Da wurden ein paar Leute festgegettet und konnten nur irgendwelche Schatten hinter ihnen sehen. Aber diese Ammensäcke wussten nicht, was das ist. Und so weiter. Da sieht man, wie genial Platon war. Auf so eine Geschichte muss man erstmal kommen. Ich hoffe, dass ich auf diesen Vortrag eine 1 kriege, weil ich habe mich wohl bemüht. Und wer mir das nicht glaubt, der kann selber mal versuchen, etwas über Platon herauszufinden. Das ist nämlich schwierig, weil der schon lange tot ist.